Heute bin ich hier bei Tobi à la Immogame und er hat eine neue Company, Currily. Und wir sprechen jetzt darüber, wie er es geschafft hat, als erfolgreicher Immobilieninvestor auf Currily umzuswitchen, sodass auch die Community in kleinen Teilen da rein investieren kann. Wie er das genau machen will, erklärt er uns heute. Im Interviewformat sprechen wir mit erfolgreichen Immobilienunternehmern aus Deutschland in verschiedenen Geschäftsbereichen, um rauszufinden, wie sie ihren Weg eingeschlagen haben, um so erfolgreich zu werden. Der Tobi ist schon sehr lange im Immobilienbereich tätig, hat verschiedene Projekte und Companies und Projektgesellschaften und sonst was da alles dazugehört, durchgerockt. Und jetzt gibt es eine neue Firma, die Currily AG. Da geht es darum, dass auch kleinere Summen in Immobilien irgendwie indirekt investiert werden können. Jetzt würde mich aber im ersten Schritt einmal interessieren, wie kam es denn dazu, dass du jetzt immer weiter so gemacht hast und auch diese Möglichkeit anderen bieten möchtest, weil viele wirtschaften einfach nur in eigene Tasche und du bietest jetzt mit Currily auch ja, deiner Community an, mit einzusteigen und hast bestimmt auch einige Hürden und Regularien einzuhalten und auch ein bisschen mehr Stress, wie wenn du einfach selber deine Deals machst. Wie kam es denn dazu und was waren so deine Anfänge in der Immobranche? Also zu dem, vielleicht die erste Frage zuerst, wie kam es dazu? Meine erste Wohnung hat 100 Euro Cashflow gemacht. Ich habe einen langen Weg gebraucht. Am Tag. Das wäre schön. Leider im Monat, aber das war auch schon damals unfassbar viel. Da war ich 23 oder so, denke ich, ja. Und habe gedacht, hey, das ist der Weg, den ich gehen muss. Und seitdem ist das Cashflow-Thema bei mir geblieben. Und ich sehe aber immer wieder, dass Leute unheimliche Schwierigkeiten haben, Cashflow aufzubauen, weil ihnen das Kapital fehlt oder die Zeit oder sie auch keinen Plan von Immos haben oder vielleicht auch gar keinen Bock haben, was, glaube ich, auf die meisten zutrifft. Und Currily soll eben diese Lücke schließen. Noch sind wir nicht so weit, wir arbeiten noch dran, wie du angesprochen hast, die Regularien sind durchaus real in Deutschland. Es gibt da ein bisschen fast paralysiert, weil es so viel ist, aber das Endergebnis wird sein, du machst die App auf, investierst Geld und hast monatlich Cashflow. So. Weil du direkt an den Geschäften beteiligt bist, die wir machen, das sind einmal Bestandsdeals, damit wir dauerhaft Cashflow machen und auch Handelsdeals, damit wir zwischendurch auch mal Renditepeaks erstellen können. Und zu deiner anderen Frage, wie das Ganze angefangen hat, also mein erster Deal war eine Garage. Deal. 100 Euro Cashflow mit einer Garage. Nein, warte, ich habe gelogen. Das war der zweite Deal, der Cashflow. Der erste, den erwähne ich manchmal nicht, weil ich wollte unbedingt eine Immobilie haben. Ich war aber absolut nicht finanzierbar. Also habe ich mit 7.000 Euro Bargeld beim Notar eine Garage gekauft, so over the counter. Aber legal, alles legal. Aber war cool damals. Aus ein bisschen der Gastro kommend gab es da so ein paar Touchpoints mit Bargeld. Deswegen war das irgendwie normal. Und die habe ich heute noch. Die nervt. Die macht keine Rendite. Die ist unvermietet. Das ist ein Stellplatz innerhalb von einem Mehrfamilienhaus in einer Tiefgarage und die Leute müllen den auch zu. Das heißt, alle zwei Jahre zahle ich auch Entsorgung für den Müll. Mhm. Aber ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern oder vielleicht auch keine Priorität darauf. Das war der Anfang. Dann kam die Wohnung. Ab dann hat es funktioniert. Okay. Ja. Und bei der Wohnung hast du aber die Finanzierung bekommen gehabt? Die war tatsächlich eine Vollfinanzierung, 110%. Ja. In Stuttgart-Vaihingen, 1,5 Zimmerwohnung mit einem Tiefgaragenstellplatz. Die habe ich heute noch. Und ja, die war preislich so um die 80.000 damals. Ist die schon abbezahlt mittlerweile? Oder? Nee, die ist. Ich habe zwischendurch mal die Tilgung ausgesetzt oder aufs Minimum gemacht, was die Bank zugelassen hat. Das sind irgendwie 0,25%. Mhm. Und der Rest geht in ein Depot. Dass der Cashflow halt besser ist. Ja, oder? Und weil ich halt auch das Gefühl habe, dass der Kapitalmarkt sich schneller entwickelt, als die Tilgung bei einer Immobilie jetzt mir bringen würde. Und auf der anderen Seite ist ja auch so, gerade hier in unserem süddeutschen Raum ist das Abbezahlen von Immobilienkrediten ja sehr beliebt. Aber im Endeffekt führt es nur dazu, dass ich nachher mehr Steuern zahle. Das heißt, ob ich Steuern zahle oder Zinsen, macht nicht viel Unterschied, außer dass, wenn ich weniger tilge und damit quasi das Geld weiterarbeiten lassen, mehr davon habe nachher. Deswegen versuche ich so viel wie möglich dann da irgendwie auch raus rumzukriegen. Ja, okay, macht Sinn. Und dann, ja, das Cashflow und dann hast du auch die Rendite-Peaks angesprochen. Das hört sich ja so nach Get-Rich-Quick an, sage ich jetzt mal. Ja. Kriegt man die auch in der App eigentlich dann durchgeroutet direkt? Ja, also ich versuche es möglichst einfach zu erklären. Was wir eigentlich machen, ist, wir kaufen günstig ein, werten es auf und verkaufen es teurer weiter. Und das Geld, was daraus entsteht, geht in die Holding hoch, das ist die AG. Und da kaufen wir Bestandsobjekte. Und nur die Erträge aus den Bestandsobjekten schütten wir aus. Das führt dazu, dass wir eine konsequent steigende Dividende haben, aber gleichzeitig halt von unten immer neues EK hochkommt, das wieder Objekte kaufen kann. Okay. Ja, das ist get rich quick, ja, in gewisser Art und Weise schon, wenn wir es ausschütten würden. Aber ich glaube, langfristig wäre es so, dass wenn wir irgendwie
keine Ahnung, du hast da 100.000 Euro drin und in einem Monat kriegst du 2.000 und dann kriegst du 6.000 und dann kriegst du 4 Monate nichts, weil ist auch Get Rich Quickly mal die 6 Monate nicht geklappt hat, weil halt keine Projekte abgeschlossen wurden. Ich meine, ja, du kennst es, das ist nicht so planbar, dann funktioniert es nicht. Und deswegen nehmen wir einfach diese Peaks, investieren die in Cashflow, positive Immobilien und machen daraus quasi eine Nivellierung und sorgen dafür, dass das die Volatilität rausnimmt. Okay, verstehe ich. Weil planbarer Cashflow ist halt wertvoll. Ist auf jeden Fall so. Ja, da führt zu Spaß auch mal so. Oder zu Ruhe oder zu, keine Ahnung. Zu guter Finanzierbarkeit auch. Ja, oder auch zu weniger Arbeit oder mehr Zeit mit der Familie. Jeder hat ja da so seine Themen. Und gerade junge Leute, habe ich das Gefühl, haben sehr wenig Bock auf Nebenkostenabrechnungen oder auf, keine Ahnung, Gespräche mit Mietern oder auf sich mit der Bank rumschlagen. Also ich habe einfach keinen Bock. Das kann man dann via Currily ganz praktisch an dich outsourcen. Genau, ja. Da könnt ihr einfach alle direkt vorbeikommen. aktuell haben wir noch kein Angebot, weil wir noch nicht ready sind. Wir arbeiten dran. Wir haben so eine kleine Runde gemacht für Family and Friends vor einem Jahr ungefähr. Das sind die ersten, die davon partizipieren können. Und was wir jetzt hier und da machen, sind Joint-Venture-Strukturen. Da sind es aber dann tatsächlich größere Tickets. Okay. Und genau, du hast angefangen mit der Garage, dann eine Wohnung gemacht. Mhm. Und dann hast du bestimmt auch schon ein paar Projektentwicklungen gemacht. Hast du Wohnungsentwicklungen gemacht oder hast du auch MFHs aufgeteilt und verkauft einzeln? Ich hatte am Anfang den Plan, einfach nur zu kaufen und zu behalten. Ja. Einfach Bestandshalter und mit jeder Wohnung ein bisschen mehr Cashflow. Und dann irgendwann wird das ganz cool, habe ich mir so vorgestellt. Und es war auch so. Hatte dann irgendwann so, ich glaube, es waren 8 Wohnungen, relativ kleine, 1-2 Zimmerwohnungen im Raum Stuttgart. Und dann habe ich meinen Geschäftspartner, den Simon, kennengelernt, mit dem ich auch unter anderem mit einem Fabi, also nicht dir, einem anderen Fabi, hier im Büro gibt es viele Fabis, müsst ihr wissen, die Currily AG gegründet. Und dann haben wir gedacht, wir flippen 2-3 Wohnungen im Jahr. Und die erste Wohnung war cool, die hat 80.000 Ertrag gemacht und das war schon sehr viel. Also das hat schon, da habe ich gedacht, boah, fett. Und aus den 2 Wohnungen wurden im ersten Jahr 6 und im zweiten Jahr 30 und so hat sich das entwickelt. Dann kamen ein paar mehr Familienhäuser. Dann haben wir angefangen, die zu sanieren. Also auch Kern zu sanieren und zu erweitern. Und dann war mal ein Grundstück frei, dann haben wir Neubau gemacht. Und inzwischen ist es eher so, dass wir da wieder runterkommen und weniger machen, weil das Sanieren gerade nicht so spaßig ist. Ja. Und eher versuchen, oberflächliche Renovierungsarbeiten nur machen zu müssen. Das heißt, wir kaufen 1 bessere Objekte als früher. Auf der anderen Seite entgehen uns halt auch die Mega-Deals dadurch, weil hier und da mal, wenn du was sehr Ranziges kaufst, einfach schon viel Luft drin ist. Ja, das ist so. Wenn man mehr kauft, dann kriegt man halt die Schnäppchen auch mit. Mhm. Wenn man gar nichts kauft, dann gehen die an einem vorbei. Habe ich schon auch gemerkt. Ja, und das, so kamen viele Mehrfamilienhäuser. Und, also die Evolution war ein bisschen so, eine Wohnung kaufen, cool. Dann kamen viele Mehrfamilienhäuser und dann war es lästig, schon wegen einer Wohnung zum Notar zu gehen. Mhm. Und jetzt ist die Evolution dahingehend, dass wir einfach fast nur noch Portfolios machen. Und jetzt ist es fast schon lästig, für ein Mehrfamilienhaus irgendwie beim Notar zu sitzen. Und es ist interessant, wie sich die Zeiteffizienz und was mache ich wann und wie verschiebt dadurch. Ja. Und auch der Wert der eigenen Zeit hat sich bei mir dadurch das erste Mal so richtig klar herausgestellt, weil dann weiß ich, okay, wenn ich eine halbe Stunde das mache, ist es x 1000 Millionen Euro wert oder wenn ich eine halbe Stunde was anderes mache, dann ja. Ja, ja, dann öffnet sich jetzt hier in Stuttgart ein gutes Fenster für MFHs, weil ihr die euch nicht mehr anschaut. Wir kaufen gerade 2, 3. Wir schauen die schon an, aber es ist kein so klarer Fokus drauf, weil natürlich viel Transaktion bedeutet auch viel Transaktionsprüfung und, keine Ahnung, Due Diligence und Besichtigungen und Bankgespräche und jedes Objekt, das ich kaufe, kostet viele Stunden. Also viele Stunden von mir, von unseren ganzen Teammitgliedern und vom Simon, der den Einkauf macht und den Verkauf und das ist schon sehr aufwendig. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich ein Bestandsobjekt gekauft habe und das mal so ein bisschen, ich sage mal, aus seiner Pubertät raus ist und ich habe das mal 3, 4 Jahre, dann weiß ich halt, was da passiert und was nicht passiert und dann float es so durch. Im Gegensatz dazu, wenn ich einen MFH mir kaufe und das wieder rausdrehe und dazwischen noch entwickle, da gehen schon 1, 2 Jahre ins Land, bis das alles funktioniert und der letzte Mieter auch geschafft hat, seine Miete dann an den neuen Eigentümer zu überweisen. Ja, und dann kommen immer noch Themen, die dann man nicht auf dem Schirm hat. Ja, klar. Genau, okay. Verstanden. Und dieses Know-how habt ihr jetzt in Currily gebündelt. Mhm. Und umso mehr Leute investieren, desto größere Deals könnt ihr logischerweise auch machen. So ist es, ja. Der Plan ist da schon, dass wir da so auf nächstes Jahr so die ersten öffentlichen Offerings haben. Wir haben jetzt so die erste GmbH mal tokenisiert, wo wir mit einer kleinen Gruppe von Leuten was machen, da wir davon ausgehen, dass langfristig sich viel da auf der Blockchain abspielen wird. Ich prolet es jetzt noch nicht so raus, weil ich das Gefühl habe, wobei gerade geht es schon wieder, der Markt ist wieder ein bisschen entspannter, deswegen ist Krypto wieder cool, aber viele kennen den Unterschied zwischen Blockchain und Krypto nicht und für die ist dann alles das Gleiche, aber die Blockchain ist halt einfach nur eine Technologie, die wir nutzen können, um
smarte Prozesse darzustellen. Deswegen wird da viel auf der Blockchain passieren nachher. Das macht natürlich auch die ganzen Transaktionskosten günstiger und es macht super schnell und jeden Tag und nicht nur unter der Woche zu Geschäftsbankzeiten. Ich meine, unsere Generation will halt Samstagabends vielleicht auch investieren oder Sonntagmorgens oder an Weihnachten und keiner hat Bock zu warten. Und auf welcher Chain seid ihr da unterwegs? Also aktuell ist es hier ERC20 Token, aber wie das nachher aussehen wird, kann ich nicht sagen. Da müsste ich dann an unseren Vertriebsvorstand abgeben. Der weiß die Details. Wir sind gerade noch eher ein bisschen am Strukturieren, wie das funktioniert. Ist es eine direkte Aktienbeteiligung? Ja. Und ich kriege eine Dividende monatlich? Oder ist es tatsächlich ein Produkt, das wir schnüren und daraus gibt es eine monatliche Ausschüttung? Das hat ja auch ein bisschen Einfluss darauf. Ich sag mal, das fairste Investment für mich ist eine Aktie, weil dann bin ich auch am Equity von der Firma beteiligt und die wird ja wertvoller. Das heißt, wenn ich jetzt da sage, ich kaufe mir einen Anteil und nächstes Jahr ist die doppelt so viel wert, ist meine Aktie doppelt so viel wert, cool. Wenn ich aber in ein Produkt investiere, habe ich vielleicht eine versprochene Rendite oder eine Beteiligung am Gewinn oder sowas. Aber nicht an der Firma. Genau, nicht am Wert. Und mein Ding und der Purpose von Currently ist schon auch, den Leuten Zugang zu passivem Einkommen zu geben und wirklich passives Einkommen. Weil, sind wir mal ehrlich, du hast ja auch schon die eine oder andere Immobilie in der Hand gehabt. Mhm. Immobilien sind nicht so richtig passiv. Also es ist schon Arbeit. Ja, schon. Manche mehr, manche weniger. Ja. Kommt immer drauf an. Und wie genau kann ich mir das dann im Großen und Ganzen vorstellen? Also ihr als Company Owner oder Head of Currently, wie genau läuft das dann ab? Ihr müsst ja dann auch ein Stück weit was mitverdienen. Ihr habt dann auch irgendwie einen Performance Share oder wie wird sowas gehandhabt? Also aktuell ist es noch so, dass wir halt den Großteil der Company halten. Ja. Und wir werden immer wieder Kapitalerhöhungen machen und dadurch verwässern wir sukzessive, machen die natürlich nur in dem Maße, wie unsere Company auch an Wert gewinnt. Also wir machen jetzt nicht die ganze Zeit Kapitalerhöhungen, sodass wir nachher noch ein 0,5% haben jeder. Das ist auch für uns unattraktiv, logischerweise. Wir sorgen dafür, dass der Wert in einem sinnvollen Verhältnis steigt. Okay. Also ich glaube, wir brauchen über nicht 10x reden oder so, das ist nicht so das Übliche im Immo-Game, aber dass wir uns im Wert verdoppeln, das ist eigentlich jetzt die letzten Jahre schon eigentlich jedes Jahr konsequent passiert. Es gab so ein bisschen langsamere Entwicklung aufgrund der Zinsen, aber das hat auch ganz viele große Vorteile. Genau, das ist richtig. Und du hast es eben angesprochen, also wenn man die Aktienanteile kauft, wäre für dich die faireste Lösung für die Investoren. Wie ist denn das, wenn man die Coin-Anteile kauft? Weil es gibt ja auch Projekte, die machen halt kein IPO, sondern ein ICO. Ja. Was ist denn da der Unterschied? Genau, und was ich nicht genau verstehe, ehrlich gesagt, in diesem IPO-ICO-Bereich, also IPO ist ja, wenn man eine Firma in die Börse bringt, ICO ist, wenn man eine neue Kryptowährung sozusagen ins Leben ruft. Aber auch da kann man ja theoretisch Shares an der Firma erwerben. Wie ist denn das genau das Verhältnis von der Firmenbeteiligung über den Coin im ICO? Wie ist denn das? Bei der Aktie wird es einfach durch die Anzahl der Aktien geteilt? Also die erste Idee war, dass wir das ganze Ding direkt über die Blockchain machen. Ja. Weil du kannst einfach die Aktien nehmen, ich sage jetzt 100.000 Aktien, mach daraus 100.000 Coins. Okay. Das heißt, dann werden nur die Coins gehandelt und die Aktien werden irgendwo treuhänderisch verwahrt. Das heißt, wenn du dann einen Coin hast, das ist deckungsgleich wie eine Aktie, das heißt bloß anders, ist ein bisschen hipper und fresher und die Leute finden es halt vielleicht gerade cooler. Es ist vielleicht auch was sich leichter verkaufen lässt. Vor 2 Jahren nicht, weil da war der Kryptomarkt nicht gut oder vor einem Jahr, jetzt wahrscheinlich schon wieder besser. Ich denke, das ist nur ein Label. Du kannst auch parallel fahren, du kannst ICO und IPO machen. Du musst halt nur einen Anteil der Aktien vorhalten dafür. Deswegen ist es grundsätzlich gar kein Unterschied. Was viele natürlich machen, diese ICO-Welle, die ist jetzt aber auch schon wieder, weiß nicht, 4, 5 Jahre her, da haben halt viele Schindluder betrieben und einfach Geld eingesammelt und keine Projekte umgesetzt. Deswegen haben wir uns davon auch noch ein bisschen ferngehalten. Was eine Möglichkeit sein könnte auch noch, ist, dass wir einfach einzelne Projekte tokenisieren und da Investoren mit reinlassen. Okay. Bei der Tokenisierung sehe ich auch noch einen Vorteil, aber auch ein Risiko, weil wenn jetzt zum Beispiel der Coin viral geht, dann so ein Shiba Inu, dann hast du ja 10.000 Mal so viel Wert auf einmal in einem Jahr oder 1.000 Mal. Das ist schon auch ein Risiko, oder, für euch, wenn das passiert, weil es geht auch wieder runter manchmal. Ja, die Überlegung ist sowieso, ob wir Market Maker sein wollen, also ob wir quasi den Coin bei uns ein- und rauskaufen. Das heißt, wenn jemand sagt, jetzt du hast einen, du sagst, ich habe keinen Bock mehr, nimm den zurück, dann kaufen wir ihn dir zurück. Oder ob wir quasi in den öffentlichen Marktplatz laufen lassen. Mhm. Wenn es über so ein Aktiending geht, dann wird es eher ein öffentlicher Marktplatz, dann haben wir keinen Einfluss darauf. Wenn wir es selber machen, haben wir Einfluss drauf, aber haben das Risiko, dass es vielleicht auch mal einen Run gibt und alle sagen, hey, die Immobilienmärkte brechen zusammen, weil die Zinsen jetzt doch auf 8% steigen, anstatt zu sinken, wie alle hoffen. Und der Kurs bricht dann zusammen. Ja, das ist so ein bisschen noch ein Spannungsfeld, wo wir nicht so genau wissen, aber wir werden tendenziell eher nicht Market Maker und eher in die Position gehen, dass wir sagen, hey, das Ding ist öffentlich handelbar.
sollte es einen Run geben, ist jetzt für uns nicht so mega schlimm, weil dann kriegen wir viel Kapital. Ist natürlich im Nachgang dann immer schwierig wahrscheinlich, um eine gute, geradlinige Entwicklung hinzulegen, wenn das auf einmal 100-mal so viel wert ist, wie es eigentlich wert ist. Aber das Kapital bekommst du ja nur, wenn du was verkaufst, sonst wird es ja hin und her getradet bei den irgendwelchen Leuten. Ja, also sagen wir es mal so, wenn du jetzt 100.000 Aktien hättest und die verhundertfachen sich im Wert, könnte es ja sein, dass du 2, 3 verkaufst. Ja, okay. Und dann wieder zurückkaufst oder wieder kaufst und so, wie das halt läuft. Ja, okay. Okay, verstanden. Und wer verwahrt diese Aktien? Clearstream, wenn es Aktien sind im Regelfall, aber das ist bei den Coins, da gibt es verschiedene Institute, die das machen. Okay. Ich weiß die gerade nicht auswendig. Aber gibt es in Deutschland welche? Ja, gibt es in Deutschland. Kannst du in Deutschland machen, kannst du auch international machen. Ich denke, wir machen Deutschland langfristig, weil wir hatten auch die Möglichkeit, die Firma in der Schweiz zu gründen, weil da hätten wir sie gleich tokenisieren können. In Liechtenstein auch, in Estland auch und in Luxemburg. Aber das Problem ist, also verschiedene Facetten. Die größte Facette für mich ist, ich gehe zu jemandem hin und sage, hey, guck mal hier, du kannst hier 100 Euro im Monat sparen oder auch 1 Euro und kriegst dann Cashflow. Unsere Firma ist übrigens in Liechtenstein. Das gibt halt kein so ein gutes Feeling für den Investor. Und das gleiche, Schweiz geht vielleicht noch, aber die anderen Länder ebenfalls. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das in Deutschland zu machen. Ja, gute Entscheidung. Das ist das eine. Und das andere ist halt auch ganz praktisch, das wirst du verstehen als alter Immobilienhase. Ich gehe halt mit einer Liechtensteiner Firma oder einer Luxemburger Firma zur Sparkasse Heilbronn und sage, hey, finanzier mir mal 100% des Mehrfamilienhaus. Gucken die drauf, sagen, wo ist ihr Firmensitz? Liechtenstein, tschüss. Also das. Die machen es nicht. Nee, ich glaube, also ich habe keine persönlichen Erfahrungen, aber ich habe viele Sachen gesehen und das macht, glaube ich, das Wachstum nicht unbedingt besser und es führt auch nicht dazu, dass die Finanzierbarkeit steigt dadurch. Ja, okay, verstehe ich. Und was ich auch noch, glaube ich, jetzt als ein bisschen Risiko sehe, gerade in der Tokenisierung, und zwar, es gibt halt viele so, deswegen habe ich gefragt, wer passt auf die Aktien auf? Mhm. Es gibt halt so ein paar Leute, wo halt nicht so richtig aufpassen, wie sie sollten im Kryptobereich und teilweise auch riesengroß sind, wo halt niemand auf dem Schirm hat. Jetzt gerade zum Beispiel aktuell das Beispiel, so aktuell auch nicht mehr, aber letztes Jahr, glaube ich, war das FTX. So ein Broker, haben so viele Leute genutzt und Top 5. Den haben wir mitgenommen. Wie, den habt ihr mitgenommen? Da haben wir kräftig mitgenommen. Scheiße, ja. Also im mittleren, sechsstelligen Bereich. Ja? Ja, wir haben die Claims am Laufen, aber ich weiß nicht, wie das läuft, ja. Wir hatten das da drauf, weil ein Freund von mir so eine Kryptovermögensverwaltung hat. Ja. Der hat da so Trading-Programm laufen, deswegen muss das quasi im Wallet sein und nicht auf einem Ledger oder so. Ja, und jetzt ging das, also ein Freund von mir aus Amerika hat mir noch geschrieben, hol alles von FTX und dann war aber die Seite schon down. Ich konnte nicht mehr reagieren, leider. Das ist echt. Ja, also es ist tatsächlich so, das ist noch nicht so weit das Thema und deswegen ist es auch noch nichts, wo man quasi sagt, hey, ich mache da langfristige Vermögensanlage damit. Bitcoin, Ethereum, also ich bin da aktiv, aber nicht wirklich so richtig. Ich habe halt ein bisschen was und lasse es entwickeln, aber ich würde mich nie drauf verlassen im aktuellen Zeitpunkt. Ja, okay, alles klar. Gut, dann habe ich auf jeden Fall jetzt dein Curly verstanden, wie das funktioniert. Sag mir Bescheid, wenn die App und alles funktioniert, dann werde ich da auch mal ein paar Euro reinstecken. Ja, dann machst du einen Sparplan. Ich mache einen Sparplan. Ja, geil. Weißt du, wie man in der Branche zu Sparplan Geld sagt? Wie? Sticky Money. Weil das Geld lange im Fonds bleibt sozusagen. Ah, okay. Mhm. Dann gönne ich dir ein bisschen Sticky Money. Ja, da freuen wir uns doch sehr. Und ja, wieso nicht? Kann man ja mal support, nicht the locals, the friends. Ja. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg mit eurem Projekt. Bedanke mich für deine Einblicke. Und Tobi, noch eine Frage zum Abschied. Möchtest du der Community noch irgendetwas mit auf den Weg geben? Ja, vielleicht eine Sache noch. Wir veranstalten die Cashflow-Conference dieses Jahr. Da geht es darum, passive Einnahmen zu generieren. Unser Thema oder mein Thema. Und da könnt ihr den Fabian auch sehen. Der wird da auf der Bühne sein. Falls ihr ihn noch nicht live erlebt habt oder den Genuss haben durftet, ihn live zu erleben wie ich jetzt, dann kommt da gerne vorbei. Das ist am 12. und 13. Juli in Stuttgart. Super, vielen Dank für die Einladung und bis bald.